Wow, ein riesiges Loch haben wir da oben reingesprengt in diese Gebäudeecke. Haben außerdem die beiden Geschütztürme, die da oben postiert waren und die uns bedrohten, in die Luft gejagt. Und jetzt können wir sogar reingucken in das Gebäude und können erahnen, dass da irgendwelche Scheußlichkeiten drin sind. Ein grünes Wasser suggeriert in Science-Fiction-Spielen immer nicht liebliche Algen, sondern irgendetwas ganz, ganz Furchtbares. Kleine Farbkunde. Jetzt könnten wir natürlich, wie ich in der letzten Folge groß herumgetönt habe, sehr leichtsinnig werden, aber wir sollten unbedingt Elena Dragunova als Speerin benutzen, die einzige, die noch in Verborgenheit bzw. bei ihr im Schattenmodus sich befindet. Die sollten wir benutzen, um rauszukriegen, wo noch weitere Alien-Trupps sind. Denn im Gebäude sind auf jeden Fall welche und es streifen garantiert irgendwo Wachen herum. Und die sollten wir schon, wir sollten zumindest gucken, was zwischen uns und dem Evakuierungspunkt da hinten sich noch verbergen könnte, ob da noch Wachen sind beispielsweise. Die beste Möglichkeit, das zu entdecken, ist, indem wir sie einfach ganz hoch oben schicken. Bin unterwegs. Auf das Dach des Gebäudes. Hat sie einen weiten Blick. Hat für den äußersten Notfall riesige Höhenvorteile. Und mit den anderen ziehen wir langsam, hier ist erstmal nichts zu sehen, schon mal in ihre Richtung und versuchen unsere Leute vielleicht auch auf dem Dach zusammenzuhalten. Denn da haben wir, egal was passiert, immer kurze Wege, können direkt durchlaufen von einer Ecke des Daches zum nächsten, zur nächsten und haben immer Höhenvorteile bei der Zielsicherheit. Das mache ich mal. Das heißt, Longshu läuft in ihre Nähe. Wir müssen schon aufpassen, ne? Könnte auch da aus dem Nichts irgendwas auftauchen. Aber das sollte sicher sein. Position hoffe bestätigt. Ich. Das ist schon mal gut gegangen. Okay. Bewegung, Bewegung! Keine Aliens zu hören. Mal schauen, ob auch keine zu sehen sind. Raus, rauf aufs Dach und wir laufen einmal um das Gebäude rum. Mit oder gegen den Uhrzeigersinn. Mal gegen den Uhrzeigersinn. Volk sagt, ich soll gehorchen. Oder so viele Opfer mit ungeheuer brutaler Effizienz verarbeitet. Vielleicht als Testsubjekte für eine Art von Waffe. Sieht eher nach einer Raffinerie aus, Doktor. Sobald wir diese Probe haben, werden wir es wissen. Irgendwas Scheußliches. Wir müssen die Fiole hier aus der geheimen Einrichtung stehlen und dann mit der Fiole entkommen. Wir können mit Elena noch mal ein bisschen ziehen. Wir machen aber erstmal Folgendes. Wir werden alle in die Mitte des Daches reinpostieren. Am besten dort, wo sie nicht gesehen werden können. Ist es egal, ob sie selber Gegner sehen oder nicht. Elena kann ja dann gucken, wo mögliche Gegner sich noch befinden. Longshu. Könnten sie zum Beispiel alle hier versammeln? Das ist noch nicht weit genug in der Ecke. Wir wissen es nicht. Jawohl! Wird erledigt! Unser Spezialist. Auch hoch aufs Dach. Wird erledigt. Je weiter wir die zusammenhalten, desto unwahrscheinlicher ist es, dass die irgendeine Alien-Truppe aufdecken. Und unsere wackere Granatwerferin, die eben im Alleingang die Geschütztürme fertig gemacht hat, die gesellt sich noch dazu. So, und jetzt wollen wir mal schauen, wen oder was Outrider hier noch aufdeckt. Auf dem Dach wird wahrscheinlich keiner sein. Ich renne mal hier hin. Ich mache mich auf den Weg. Hier ist schon mal nichts. Da
Es ist sehr gut. Niemand zu sehen hier unten. Keine Wachen, keine Geschütztürme. Wir haben weite Sicht da oben vom Dach. Es könnte theoretisch nur sein, dass hier irgendwelche Patrouillen sind und dann rübergelaufen kommen. Weiß man nie so hundertprozentig. Weiter geht es nach dem Rundenwechsel wieder mit Outrider. Verrettel fährt das Dach einmal lang. Ganz oben. Wechsle Position. Du kannst dich nicht verstecken. Oder da? Eine extrem gut ausgerüstete mechanisierte Kampfeinheit. Wir müssen nach Schwachpunkten suchen, wenn wir das Ding besiegen wollen. Das gefällt mir nicht. Können sie natürlich problemlos erwischen. Aber schau dich mal dieses Monstrum an. Ein Mech. Rüstungspunkte, jede Menge Lebenspunkte. Claymore-Mine. Damit kommen wir nicht weit genug. Sie wird ja nicht so leicht aufgedeckt. Wir bewegen uns mal... Obwohl, die könnten theoretisch auch hochspringen auf das Dach zum Beispiel. Wir können es nicht darauf verlassen, dass sie das nicht machen. Laufen die eher hier lang oder dort? Ich weiß es nicht. Zwei Etagen. Unterwegs. Unsere Nahkämpfer bewegen sich vorsichtig auch dahin, sollten aber auf den Positionen ziehen, auf dem Feld ziehen, wo wir nicht die Zielvorschau auslösen. Am besten auch hier gilt in die Mitte ziehen. Alles klar. Mich nicht hier ganz dicht heranzuziehen. Wer weiß, ob da unten noch irgendwas ist. Und ab geht's! Feedback. Der Spezialist Feedback. Das könnte man natürlich machen und in hier postieren. Falls sie hier unten lang ziehen. Obwohl, er hat keine Granaten. Rachel Peretz dagegen hat noch eine, kann weit schleudern, aber das kann sie im Prinzip von überall. In Ordnung! Ach, sie hat ja nur noch eine Blendgranate. Da müssen wir auch dran denken. Dabei. Ah, sie stapfen gegen den Uhrzeigersinn, jetzt in das Gebäude rein sogar. Mhm. Und stehen ganz dicht beieinander. Das ist gut. Aber weit weg von unseren Leuten. Unterste Etage, wie kommen wir denn da hin? Wieder ein Einsatz für Elena. Also das ist es echt schwer. Sie kann sie von hier aus natürlich ausspionieren. Sie kann sich direkt an die Tür stellen und sie dann nachher überraschen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Von hier aus vielleicht. Nee, da hat sie keine Deckung. Hier sollte sie eigentlich nicht erwischt werden, solange sie im Schattenmodus ist und sollte die weiter beobachten können.
verliert komplett ihren Höhenvorteil. Sie kann natürlich auch hier hin und dann schauen, ob sie von hier aus auf die feuern könnte. Das ist aber nicht der Fall. Zu Befehl, Commander. Es gibt keine Truppen mehr. Nein. Nein, noch ein Trupp. Menace 1-5, Sie haben den Doktor gehört. Den Kanister sichern. Das wird schwer. Eventuell müssen wir mit Elena alleine hier da rein, solange sie nur in der Verborgenheit ist. Wenn sie jetzt eine das 6 Gegner, 2x3, das macht keinen Sinn. Hat echt keinen Sinn. Wir müssen erstmal abwarten und schauen, ob sich eine gute Lage noch entwickelt. Der Evakuierungspunkt ist hier hinten. Vielleicht können wir ja Rachel Elena alleine die Kastanien aus dem Feuer holen lassen, sprich die Fjorde aus dem Gebäude und mit den anderen hier hinten uns verbarrikadieren, die umgehen, hier rumlaufen. Hier hinten hin und dann rennt sie da nur noch hin. Elena. Soll das mal wagen? Ist natürlich ganz schön riskant, weil wenn das schief geht, aber das wäre, den Plan versuche ich mal. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen! Mist. Das hat also schon mal nicht funktioniert. Und... Oh nein. Echt bitter hier. Keine Aktion mehr möglich für Rachel Perez. Zwei Gegner vor der Brust und sie kann nichts machen. Da muss Elena jetzt eingreifen. Hat auch keine Aktion mehr. Ist wie durch ein Wunder nicht enttarnt worden. Sie hat noch eine Granate. Dann kann sie einen Gegner genau töten. Da ist der zweite. Sie darf nicht so dicht an die Truppe ran. Die wurde noch nicht aktiviert. Das heißt, wir müssen auf der Seite hier bleiben. Wir können höchstens mit einer Granate operieren. Schwertkampf ist mir zu heftig. Dann lösen wir eventuell den zweiten Trupp auch noch aus und... Dann ist es echt bitter. Kein Ziel. Kein Ziel. Hier mal ein Ziel. Begebe mich zum Ziel. Keine Deckung für Long Shu. Aber immerhin die Möglichkeit, auf wen? Auf ihn zu feuern. Ziel eliminiert. Cameron Mitchell hierhin, auch riskant. Und hier oben Zielvorschau auch, nee, kein Ziel. Wir haben nur noch die beiden. Ja. Mal wagen. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Eine 90 und 90, das ist nicht schlecht. Dann ziehen wir mit ihm noch hierhin. Dann hat er zwar keine Deckung, aber flankiert den Gegner. Zu Befehl.
ist noch einer. Achso, das ist... Ach Mist, das ist unser eigener. Habe ich durcheinander geworfen. Feind terminiert. Chara O'Reilly. Hätte hier einen 90er Angriff oder eine Splittergranate. Extrem hohe Trefferchance, 4 bis 6 Schaden. Ist da nicht rüstungszerfetzend oder doch? Ne, Schrotflinte ist, glaube ich, wir testen es. Ja, 2 Rüstungspunkte weg. Abgeprallt! Sie ziehen sich zurück, vorrücken! Ich weiß, wo du bist. Wurde Elena aufgedeckt? Ich glaube nicht. Elena ist immer noch im Schatten. Schaut euch das mal an. Und unmittelbar vor den Feinden. Kann man das ausnutzen durch eine Claymore-Mine? Der Schnitter wird nicht enthüllt, wenn er auf die Claymore schießt oder diese auslöst. Wie viele Einheiten können wir hier gleichzeitig erwischen? 2. Einen. Immer nur einen. Mist. Aber immerhin. Schaden 5, dann wäre der Sektoide fast futsch. Dann ziehen wir mit Elena ein Stück weg. Ruhig hier hinten hin. Dann flankieren wir. Es ist völlig unwahrscheinlich, dass der Gegner hier hinrennt. In die Richtung. Mein Leben liegt in ihren Händen. Du kannst nicht weglaufen. Mhm. 3 Ziele vor Augen. Auch gleichzeitig werfen die Claymore. Sie bleibt im Schatten und kann weiterhin versuchen, die Fiole zu holen. Es braucht Geduld. Rachel Perez. Ist jemand erwischen, der von da oben auf die Fiole, auf die Claymore drauf feuern kann. Und das wird schwer. Das kriegen wir nicht hin. Wir können die aber auslösen durch einen Granatenwurf. Und dann müssten 2 Granaten gleichzeitig... Ach, ich weiß, wie wir es machen. Sollen wir das mal versuchen? So, dann müsste eigentlich die Claymore hochgehen und der Soldat müsste sterben. So müsste der Sektoide... Moment mal. Zuerst bringen wir Longshu ein bisschen dichter an den Feind ran. Ein bisschen reicht ja schon. Hier. Wechsle Position. Dann werfen wir die Granate. Und so hätten wir Granatenschaden. Also der Sektoid müsste dabei drauf gehen. Und das Auto wird dabei auch abgefackelt. Mach dich bereit für eine Überraschung! Wir müssten eigentlich doppelten Granatenschaden haben. Ja, hat funktioniert. Hat funktioniert. Der Sektoid. Beute wurde auch zerstört, aber ist mir sowas von egal. Hier brennt es noch. Und hier haben wir jetzt nur noch die beiden hier. Die Kampfschwächsten. Und den Mech natürlich noch.
Und jetzt bauen wir eine Falle auf. Zielvorschau. Von da oben erhöhte Position, das machen wir. Und hier auch Rachel Perez. Könnte immer noch die Blendgranate werfen, die alle feindlichen Ziele desorientiert. Aber besser wäre eigentlich von hier oben zu feuern. Wir wagen es erstmal mit, wir haben ja drei. Wir nehmen erstmal... hierhin. Mit der Blendgranate. Wie groß? Ach, der Radius ist extrem hoch. Das ist schön. Kann ein Mech desorientiert werden? Müssen wir mal rauskriegen. Verstanden! Bin unterwegs! So, hier haben wir auf jeden Fall gute Deckung. Werfen die Blendgranate und schauen mal, was passiert. Kann man so schwer erkennen wegen des Baumes. Ob der Mech da mit drin ist? Ich denke nicht, oder? Den Mech kriegen wir nicht mit dazu. Ich kann den Mech nicht erkennen. Der ist da irgendwo links verdeckt. Ach, da ist er ganz am Rand. Jetzt kann ich ihn sehen. Na, der Mech wird wahrscheinlich nicht betroffen davon. Hier, fang! Zweimal desorientiert. Und jetzt haben wir noch die beiden, die feuern können. Zuerst nehmen wir Chara O'Reilly. Hier oben hin. Verstanden. Rücke ab. Und dann noch Cameron McIntosh. Wechselposition. ...5579. Nein! Daneben! Ziel eliminiert! Was macht der Mech? Ein Stück weg. Das ist ja ein Ding. Feind hat keine Aktion gemacht, war ja desorientiert. Elena steht direkt daneben. Wir haben die Möglichkeit, entweder mit Elena hier ihn auszuknipsen, aber dann verliert sie ihren Schattenmodus. Wie auch immer, wir sind einen guten Schritt vorangekommen. Wie es weitergeht, nächste Folge. Zwischendurch muss ich ehrlich gestehen, als wir all diese Leute aufgedeckt hatten, beide Dreier-Trupps auf einmal und vor allem diesen starken Mech, da rutscht mir das Herz in die Hose, beziehungsweise in den Uniformdrillig. Das war sehr unappetitlich. Wie gut, dass ihr das nicht aus der Nähe mitbekommen habt. Bis bald. Macht's gut.